Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Jada-Park, dem Tier- und Freizeitpark, direkt an der Nordsee. Mit der neuen Familienachterbahn Ziegelblitz. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch und freue mich, dass ihr da seid. Für die heutige Folge habe ich mich mit zwei abenteuerlustigen Oldenburgern getroffen. Wiebke und Knut Harms haben was ganz Besonderes vor. Die beiden wollen nämlich mit einem umgebauten Blumenlaster quer durch die USA reisen. Und ich durfte kurz vor ihrer Abreise nochmal einen Blick in den knallroten Laster werfen. Warum ein normales Wohnmobil für die Reise nicht in Frage kam und was die beiden an Oldenburg in den kommenden 7 Monaten vermissen werden. Das hört ihr gleich. Und 3 Oldenburger vom Bildungszentrum Technik und Gestaltung sind jetzt weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Die Schüler haben eine KI entwickelt, mit der Motorradfahrer sicherer unterwegs sind. Und dieses Projekt stellen sie gerade auf Europas größtem Jugendevent für Technik und Naturwissenschaften vor. Dazu auch gleich mehr. Antenne Niedersachsen-Reporter Kai von Heven ist jetzt wieder am Start für uns mit dem Newsüberblick. Kai, was gibt's Neues? Wie es bei uns im Jahr 2050 aussehen wird? Gute Frage. Bei uns in Oldenburg wird im Moment aber an einer Vision für die Stadt in dem Jahr gearbeitet. Und dabei sind auch wir gefragt, denn wir können an der Vision mitarbeiten. Auf der Online-Plattform Gemeinsam Oldenburg kann sich jetzt jeder von uns über die 12 Fokusthemen des Stadtentwicklungskonzeptes informieren, sie bewerten und auch kommentieren. So sollen auch unsere Meinungen und Ansichten mit einbezogen werden. Dabei geht es zum Beispiel um eine grüne Stadtlandschaft, starke Quartiere oder auch um eine gelebte Wir-Kultur. Wer lieber analog statt online mitmachen will, kann das übrigens in der Stadtbibliothek im PFL. Auch das nächste Thema klingt ein bisschen futuristisch, denn Kinderärzte aus der Kinderklinik bei uns können sich bald in die Kreissäle anderer Geburtsstationen im Umland dazuschalten, um die Säuglinge, wenn es nötig ist, auch aus der Entfernung zu versorgen und die Kollegen vor Ort zu unterstützen. Das Projekt heißt Telestorch und bietet viele Vorteile gegenüber der klassischen Hilfe aus der Ferne, sagt Dr. Chris Moormann. Durch den Einsatz von Telemedizin bekommen wir viel mehr Informationen, wir bekommen Live-Daten von Herzfrequenz, Blutdruck, Sättigung, sodass wir uns ein viel besseres Bild machen können und auch aus der Ferne beraten können. Die Ärzte sollen die Neugeborenen dann auch per Webcam sehen können. Wer Lust auf ein Ehrenamt hat, aber nicht so genau weiß, welches in Frage kommt, kann sich von der Agentur Ehrensache beraten lassen und das demnächst auch in ganz lockerer Atmosphäre. Es gibt jetzt nämlich auch Beratung in der Buddeljungsbar am Friedensplatz. Und wenn ihr es noch bequemer haben wollt, auch Videocalls werden jetzt angeboten. Kai, vielen lieben Dank. Wir sind schon ein bisschen verrückt. Das sagen Wiebke und Knut Harms über sich selbst. Die Oldenburger, 50 und 54 Jahre alt, wollen ein halbes Jahr durch die USA reisen. So weit, so normal, sage ich mal. Aber die beiden reisen ziemlich auffällig. Mit einem knallroten Laster, der ursprünglich gar nicht dafür gedacht war, um damit in den Urlaub zu fahren. Bis Wiebke und Knut ihn in die Finger bekommen und umgebaut haben. Und damit fahren sie seit 2016 regelmäßig in den Urlaub und jetzt ist eine größere Reise geplant. Das ist ja ein besonderer Truck, oder? Den haben Sie komplett umgebaut. Was war das vorher? Das war vorher hat ein gutes Karma, es war ein Blumenlaster. Der Großhändler ist mit dem Auto zu den Blumenhändlern gefahren und hat die sozusagen hereingebeten und die konnten sich dann ihre Blumen da drin aussuchen. Also kein toter Fisch, kein totes Fleisch, gutes Karma und guter Geruch. Wunderschöne Blumen. Genau. Also er wurde ausgemustert und dann hatten wir die Möglichkeit, den zu erwerben und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt und dann stand plötzlich so ein Auto bei uns auf der Auffahrt und haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt weitermachen. Also Sie haben auch dann speziell nach so einem Truck gesucht, den Sie umbauen können. Also das war der Plan, dass Sie das machen wollen und damit in die USA wollen? Der Plan war einfach, ein Wohnmobil zu haben, wo wir wissen, wo jede Schraube endet und wo jeder Schlauch anfängt. Eigentlich war es noch ein bisschen anders. Meine Frau wollte unbedingt einen gasdruckgefederten Sitz haben und den findet man nur in LKWs und dann haben wir einen LKW gekauft statt einen normalen Wohnmobil. Also wir hatten eigentlich ein richtiges Wohnmobil, aber irgendwann ist, glaube ich, die Zeit da, dann muss man das mal wieder verkaufen und sich neu orientieren und wir haben uns halt in eine andere Richtung orientiert. Wollen wir uns reinsetzen, Kaffee trinken? Weil ich bräuchte auch dringend mal einen. Eine Kaffeemaschine haben Sie auch drin? Ja, also nicht in dem Sinn, wie man die kennt, sondern wir haben einen Perkulator, den wir auf den Gasherd stellen und dann blubbert der so 8 Minuten, 10 Minuten vor sich hin. Jetzt bin ich ganz gespannt, jetzt möchte ich rein. Ei. Wir sind
gemütlich. Ach so, ich kann die sonst auch ausziehen. Nein, wir müssen sowieso noch sauber machen. Und demnächst kommen, glaube ich, Hunde und Zollbeamte hier durch. Also insofern. Ach, tatsächlich, der Zoll kommt auch. Vermutlich. Also genau wissen tun wir das nicht. Es ist gemütlich. Da oben ist das Bett. Ist schon eingepackt. Der Zoll und auch Home Security in Amerika geht da durch. Die suchen nach Lebensmitteln, die nicht rein dürfen, nach Drogen natürlich, nach all solchen Sachen. Und dann wird sicherlich ein Hund da durchgehen. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir die Polster und das Bett eben mit Folie einpacken. Irgendwie ist einfach nur fürs eigene Gefühl. Das Besondere ist halt, wir sind unheimlich breit. Ein normales Wohnmobil ist so 2,35 bis 2,40, vielleicht ein bisschen drüber breit. Wir sind 2,55 breit, haben einen Innenraum von fast 2,49 Meter in der Breite und diese gigantisch hohe Decke. Das ist ja fast so ein bisschen Altbaudecke. Somit haben wir ein Irrsinnsraumgefühl. Ist das alles in eigener Handarbeit entstanden? Also es ist ja ein tolles Bett, es sind Schränke drin, es ist eine riesige Couch, also die könnte auch im Wohnzimmer stehen, die ist ja gar nicht so klein. Deswegen heißen wir ja auch Einraumwohnung. Wir haben das in 374 Tagen realisiert, wir haben also das Auto verkauft. Wiebke als wirklich harter Verhandlungshund hat dann den LKW gekauft und dann haben wir prinzipiell ein Vierteljahr, wenn nicht noch mehr, nur geplant, nur Sachen eingekauft und haben nicht eine einzige Schraube reingedreht. Und dann wussten wir, weil wir viel auf Messen waren und auf Selbstausbauertreffen, genau was wir wollten. Und es stand dann ja alles bereit und dann haben wir in Windeseile, aber das soll jetzt nicht heißen, dass das zusammengekloppt ist, auf keinen Fall. Aber wir hatten alle Teile da und dann haben wir das generalstabsmäßig dann auch durchgezogen. Mit Fußbodenheizung, mit Kühlschrank, mit Toilette, Dusche, Satellitenfernsehen, also eigentlich so wie zu Hause auch. Sind Sie autark? Ja, also wir können zu zweit über den Daumen, zu zweit mit Duschen, Toilette, alles zwei Wochen ohne einen, wie heißt das jetzt, Fußabdruck zu hinterlassen, also können wir irgendwo stehen. Das war auch mit ein Ziel. Und die Möbel haben Sie gebaut? Eigentlich haben wir alles zusammen gemacht. Also jeder hat schon so seine Präferenzen gehabt. Ich bin nicht gut in Elektrik. Ich höre mir das immer alles an und nicke und lächle. Aber dafür habe ich dann ja Möbelbau gemacht oder mich, wie die Frauen das so machen, um die Dekoration gekümmert. Wobei ja jetzt schon so die Kissen und Decken und Bettzeug, das haben wir ja schon alles verpackt. Und Sie können dann im Bett liegen und schön in den Sternenhimmel schauen. Das ist ja auch sehr schön. Und dass da ein ganz großes Fenster über unser Bett eingebaut wird oder wir das dort einbauen, damit man wirklich nachts den Sternenhimmel sehen kann oder morgens, wenn die Sonne aufgeht. Man kann ja rausgucken und von da aus auf einer erhöhten Warte dann mal gucken, wie die Welt so aussieht. Das ist ganz nett. Manchmal setzen wir uns auch aufs Dach. Das ist dann auch nochmal sehr schön. Dann kann man über alle hinüber gucken und hat nochmal erweiterte Aussicht. Genau. Besonders abends zum Sonnenuntergang mit einem Glas Wein. Das ist immer besonders schön. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also es gab einen Bereich, da durfte meine Frau nicht mitsprechen. Bei der Planung, das ist die Küche. Weil das ist bei uns ein bisschen anders. Eigentlich fährt Wiebke nur den LKW. Ich muss dann immer so zwei Kontrollfahrten im Jahr machen und nachweisen, dass ich das auch kann, falls mal was passiert. Aber eigentlich fährt Wiebke immer und ich stehe dann in der Küche, also nicht während des Fahrens, sondern wenn wir angekommen sind, waren schön auf dem Markt, dann ist das so mein Reich, das lasse ich mir auch nicht nehmen. Und da hatte sie nun überhaupt gar kein Mitspracherecht bei der Küche. Dafür setze ich mich ganz brav abends hin und esse alles, was auf den Tisch kommt. Und bin immer ganz glücklich, dass ich so tolle Sachen zu essen kriege. Ich genieße das sehr. Also Autofahren und dann lecker essen. Perfekter Urlaub. Das ist ja eine ganz klare Aufteilung dann hier bei Ihnen. Aber nur in dem Bereich. Ansonsten machen wir beide immer alles. Also abwaschen, Klo reinigen. In der Reihenfolge, nicht andersrum. So, die Aufgabenverteilung ist klar. Sie fährt, er kocht und ansonsten machen beide alles. Am 15. Juni wird der Blumentruck verschifft Richtung Amerika und 9 Tage später steigen Wiebke und Knut dann in den Flieger. Im Blog einraumwohnung.eu könnt ihr die beiden auf ihrer Reise sozusagen begleiten und mal gucken, was sie da so alles machen. Also vorgenommen haben sie sich auf jeden Fall einiges. Geplant haben wir, dass wir ankommen und eine Rundreise machen. Und wir landen in Baltimore und werden dann erstmal Richtung Norden fahren nach Kanada. Dann machen wir sozusagen den Transfer in Kanada bis zur Westküste. Ich muss immer ein bisschen überlegen. Dann fahren wir an der Westküste entlang bis ungefähr San Diego. Da ist mein Mann der Spezialist, Highway 101. Ja, genau. Die 101. Die ist ja schon mal gefahren und da müssen wir also unbedingt lang fahren. Ja, und dann machen wir das wie die Snowbirds. Dann fahren wir wieder von dort aus zurück Richtung Florida und sind dann Ende des Jahres
Anfang nächsten Jahres in Florida. Mexiko hat meine Frau mal locker ausgelassen, aber da wollen wir auch noch kurz hin. Wenn uns jemand fragt, wir sagen immer, wir wollen nach Maine zum Hummer essen. Dann wollen wir an die Westküste nach Vancouver zum Wale angucken, nach Oregon zum Western reiten und dann geht's nach San Francisco zu Golden Gate Bridge ein Selfie machen. Von da aus geht's nach Las Vegas, da wollen wir nochmal heiraten sozusagen. Und von da aus geht es dann nach Los Angeles, dann nach Mexiko, Tacos essen, richtig klischeehaft. Dann Grand Canyon, Route 66 bis Pennsylvania und dann nach New Orleans und von da aus dann nach Florida. Dann gehen wir den Wagen ab und haben dann nochmal so 10 Tage in etwa, um mit dem Mietwagen nochmal ein bisschen runterzukommen. Ich glaube, nach so einem halben Jahr mit vielen, vielen Sehenswürdigkeiten, Abenteuern und Gesprächen ist auch nicht schlecht, wenn man dann vielleicht nochmal einen Tag am Pool liegt. Einen Ort müssen wir leider auslassen, das ist Oldenburg. Oldenburg in Amerika. Das ist so weit vom Schuss, das liegt überhaupt nicht auf der Route, aber das wäre noch eine tolle Geschichte gewesen, da mal Hallo zu sagen. Wir haben auch extra Oldenburg-Aufkleber mit, vielleicht passiert es ja aus irgendwelchen Gründen doch. Ein bisschen Werbung machen für unser Oldenburg. Ja. Genau. Und geheiratet wird auch tatsächlich noch in Vegas? Wir haben gesagt, wir könnten das nochmal machen, also wir sind ja verheiratet, so ist nicht. Aber da muss schon die richtige Chapel dann irgendwie auf dem Weg auch liegen, wo wir dann sagen, ja, passt in das Klischee, dann doch. Und was wichtig ist, auch mal sich 7 Monate alleine zu haben. Also keine Rechnungen, die man öffnen muss, das machen dann andere für uns. Aber also kein Schreibtisch, keine Spülmaschine und dafür einfach jeden Tag so ein bisschen so Mikroabenteuer haben. Ich glaube, das ist etwas, was total schön ist, dass man das vielleicht auch vor einem Ruhestand machen kann. Es ist schon Luxus auf jeden Fall, ne? Dass man das machen kann. Ja, definitiv. Ja, doch, das kann man sagen. Wir sind sehr dankbar, dass wir das machen können. Dass wir die Zeit und auch die Möglichkeiten haben, das zu tun. Und ich glaube, es gehört auch ein bisschen Mut dazu und ein bisschen verrückt sein muss man. Letzteres, ja. Das können wir aber gut. Größter Vorteil, den ich so empfinde, ist, dass man so wahnsinnig viele nette Menschen kennenlernt, weil wir fallen halt auf. Das ist etwas anderes als ein Standardwohnmobil. Es kommt immer irgendjemand und fragt, wer seid ihr? Was seid ihr für komische Menschen? Was macht ihr hier? Und dann kommt immer die gleiche Frage, ist das ein Feuerwehrauto? Nein, das ist ein Blumen-LKW. Und lebt ihr hier drin? Das ist die zweite Frage. Und die dritte, als die Kinder noch mitfuhren, die haben dann die zweite Frage ausgelassen und haben gleich gesagt, beschult ihr eure Kinder selbst? Weil das war in den Köpfen der Leute irgendwie fest drin. Aber nein, wir wohnen ganz normal zu Hause und reisen wie andere Menschen auch. Werden Sie denn auch irgendwas in diesem halben Jahr vermissen an Oldenburg? An Oldenburg? Wenn man sich so die Medien anguckt, wie die Gesellschaft in den USA zum Teil ist, ich will jetzt nicht sagen verroht, auch dieser Wahlkampf ist, ich glaube, dann ist man sehr froh, wenn man irgendwann wieder in Oldenburg ist, weil Oldenburg ist so beschaulich und große Kriminalität, irgendetwas in der Form, wie es in größeren Städten, auch in Deutschland vorkommt, die empfinde ich in Oldenburg nicht. Und ich glaube, dass wir dann auch wieder froh sind, in unser kleines Idyll wiederzukommen. Also wir kommen jedes Mal gerne wieder nach Oldenburg und sind jedes Mal wieder froh, wenn wir wieder zu Hause sind. Naja, ich sage mal, vermissen werde ich meine Kinder natürlich. Tja, also gute Reise und dann bis bald in Oldenburg. Und wer das Abenteuer von Wiebke und Knut verfolgen möchte, der kann das tun. Ich sag's nochmal unter einraumwohnung.eu. Es ist einiges los in Oldenburg. Klar, die Fußball-EM beginnt und wir Oldenburger fiebern mit der deutschen Nationalelf mit. Wenn ihr das mit ganz vielen anderen Fußballfans tun wollt, dann ist der Berliner Platz der Place to be für euch. Da gibt es nämlich ein Public Viewing. Vor den EWE-Arenen könnt ihr erst einmal alle 3 Vorrundenpartien der deutschen Mannschaft auf großer LED-Leinwand verfolgen. Und da muss man mal gucken, wie es für die Deutschen so läuft. 5000 Fans haben da Platz. Es gibt Getränke und Essensstände, aber ihr dürft auch eine Flasche mit einem halben Liter Wasser mit aufs Gelände nehmen. Ihr braucht dann nur noch Tickets. Die kosten im Vorverkauf 5 €. Könnt ihr über die Plattform Ticket to Go erwerben und an der Abendkasse müsst ihr 10 € bezahlen. Und dann heißt es, los geht's und ordentlich anfeuern. Laut wird's dann auch am Samstag, den 15. Juni, dann wird in Oldenburg zum 30. Mal bereits der Christopher Street Day gefeiert. Das hört ihr nicht nur, ihr seht es auch, denn so bis zu 15.000 Menschen schlängeln sich durch die Stadt, um für die Rechte von queeren Menschen zu demonstrieren. Los geht's um 13 Uhr auf dem Schlossplatz. Ab 15 Uhr endet der Demonstrationszug ebenfalls auf dem Schlossplatz und dann geht's mit einer Abschlusskundgebung und dem Kulturfest
Oktoberfest weiter. So, und am Sonntag, den 16. Juni, könnt ihr dann am Europa-Picknick teilnehmen. Und welcher Ort in Oldenburg eignet sich dafür am besten? Klar, der Europaplatz vor den Weser-Ems-Hallen. Was geht da ab? Der Oldenburger Installationskünstler Michael Olsen hat dort ein riesiges Kunstobjekt installiert. Eine tonnenschwere gebogene Stahlplatte, habt ihr vielleicht schon gesehen. Und dort soll nun ab 16 Uhr ein Picknick stattfinden. Und jeder bringt was Typisches zu essen und zu trinken aus seinem Herkunftsland mit. Und dann sollen alle Sprachen der EU zu hören sein, um eben zu zeigen, wie groß und bunt die EU ist. Also ich fasse zusammen, das Wochenende vom 14. bis zum 16. Juni in Oldenburg wird laut, bunt, lecker und steht im Zeichen der Gemeinschaft. Und bis zum 16. Juni könnt ihr auch noch die Ideenexpo in Hannover besuchen. Wie komme ich da jetzt drauf? Zum einen ist die Ideenexpo das größte Jugendevent für Technik und Naturwissenschaften in Europa mit mehr als 300 Ausstellern. Und Oldenburg ist in diesem Jahr dort mit einem Stand vertreten. Nils Würz, Niklas Zach und Heiko Jansen vom Bildungszentrum Technik und Gestaltung Oldenburg präsentieren dort das Projekt Head Up for Bikes. Ein Sicherheitssystem für Motorradfahrer. Mit Hilfe von KI färbt sich beim Motorradfahren ein LED-Streifen am Helm auf Stirnhöhe rot, sobald der Fahrer, die Fahrerin zu schnell ist. Ich glaube, das können die drei am besten selbst nochmal erklären. Da eben doch auffällt, wenn man relativ viel aufs Tacho guckt mal, um eben die Geschwindigkeit zu halten, dass dann, also wenn man 130 fährt, sind dann schon 50, 60 Meter vergangen, die man nicht auf den Straßenverkehr achten kann. Um das zu umgehen, haben wir eben mit Hilfe einer KI eine Geschwindigkeitserkennung programmiert, welche dann dem Nutzer oder welche dann im System speichern kann, okay, hier darf nur 100 gefahren werden oder 130. Und dann mit Hilfe eines GPS-Sensors wird die aktuelle Geschwindigkeit ausgemessen und dann eben verglichen mit der Geschwindigkeit, welche gefahren werden darf. Sollte der Fahrer jetzt schneller sein, zeigt der LED-Streifen eben ein rotes Licht. Das Wichtige ist daran, das ist im peripheren Sichtfeld. Das heißt, der Straßenverkehr kann auch die ganze Zeit beobachtet werden, das ist so keine Ablenkung. Man nimmt aber trotzdem nebenbei wahr, aha, irgendwas ist jetzt hier oben rot, ich bin zu schnell. Dabei war uns auch ganz wichtig, dass eben im peripheren Sichtfeld bekannt ist, dass man dort eben keine Farbunterschiede wirklich wahrnehmen kann. Weshalb wir eben auch damit arbeiten, dass wenn man jetzt zum Beispiel rechts eine Blinkanzeige hat, dass eben wie gesagt eine Helligkeitsänderung hat, welche man eben sehr gut im peripheren Sichtfeld wahrnehmen kann, wodurch man eben auch sich nicht darauf fokussieren muss, sondern es nebenbei wahrnehmen kann, ohne den Blick von der Straße zu wenden. Ja, der 19-jährige Nils fährt selbst Motorrad und kennt sich bestens mit den Herausforderungen, was Geschwindigkeit und Ablenkung beim Fahren angeht. Und so ist eben die Idee zu diesem Sicherheitssystem entstanden. Ich denke, es ist einfach wirklich diese große Aufgabe, Probleme zu lösen und das Erfolgserlebnis danach. Also wir haben wirklich stundenlang, teilweise tagelang an einzelnen Problemen gesessen. Und wenn man sie dann endlich gelöst hat, ist das Gefühl einfach unglaublich gut. Und das motiviert halt immer wieder. Und tatsächlich haben wir ja auch dieses Problem, auch nicht nur als Motorradfahrer, sondern auch für Fahrradfahrer zum Beispiel. Man kennt es ja vielleicht auch, dass man gerade irgendwo hin navigieren muss auf dem Fahrrad. Und dann ist natürlich das Verlangen groß, eben das Handy rauszuholen, was natürlich die Sicherheit der Fahrradfahrer und auch der umgebenden Verkehrsteilnehmer gefährdet. Deshalb dieses System auch vielleicht irgendwann für Fahrräder entwickelt werden soll, eine Art Light-Version. Wir haben ja jetzt bislang einen Messestand, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass es irgendwie marktreif ist. Da haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, okay, wie können wir das zuverlässiger, kleiner, schneller, besser realisieren? Das sind die Fragen, die einen immer irgendwie beschäftigen und da sind wir noch ganz weit davon entfernt. Ja, wenn man vielleicht gerade auf die nächsten Schritte eingehen möchte, dann wäre es natürlich neben der Light-Version auch die Entwicklung einer App, mit welcher man eben die Navigationsdaten integrieren kann, dass man einfach so im Handy sagt, okay, man hat den Streifen jetzt kabellos an seinem Helm dran, sei es der Fahrradhelm oder der Motorradhelm, und in meiner App wähle ich dann einfach, wie bei Google Maps, aus, Ziel, wird übertragen, los. Da geht bestimmt noch einiges. Also Bock und Ideen haben die drei auf jeden Fall und multitaskingfähig sind sie auch, denn während sie an dem Projekt gearbeitet haben, standen auch noch die Abi-Prüfungen an. Immer an ihrer Seite Lehrer Carsten Schlarlos, der aufgepasst hat, dass alles läuft und nichts hinten rüberfällt. Die haben ja so viele Komponenten zusammengebracht. Wir haben ja ein technisches Gymnasium, das heißt, sie erhalten das Abitur, allgemeines Abitur, allgemeine Hochschulreife, gehen ja auch alle jetzt studieren, haben alle duale Studiengänge bekommen, also
alles sicher, was danach passiert. Aber dann halt nebenbei solche Sachen dann zu realisieren, ist natürlich schon wirklich eine Herausforderung. Und man sieht halt hier alle möglichen, auch handwerklichen Teile, die wir hier gemacht haben. Und das ist halt etwas, was so ein technisches Gymnasium halt auszeichnet, dass man eben nicht nur theoretisches Wissen, sondern eben auch mit Handwerk und Praxis verknüpft. Das war halt auch unser großer Vorteil, dass wir halt, wenn wir auf die Idee gekommen sind, ja, wir haben einen Messestand jetzt, wir müssen ja irgendwie was zum Mitmachen machen, weil wir jetzt schlecht irgendwie alle Gäste auf dem Motorrad setzen können und sagen, fahr mal eine Runde ums Messegelände. Ist ja vor allem auch für jüngere Gäste, die halt dann noch keinen Führerschein haben, schwierig. Ja. Da sind wir auf die Idee gekommen, okay, wir wollen einen Simulator bauen und irgendwie müssen wir auch dann ein Motorrad für den Simulator haben. Am Motorrad sieht man, der Rahmen ist aus Metall, den haben wir selbst geschweißt mit Hilfe von dem Metallbaulehrer der Technischen Schule. Der Tank hier ist aus Holz, der ist gefräst an der großen CNC-Fräse. Da hatten wir Unterstützung von dem Holztechniklehrer. Das ist halt auch das Coole an unserer Schule, dass wir halt sagen können, ja, wir haben die Idee, wir brauchen das Material und die Fertigungsweise. Und wir konnten zu jedem Lehrer hingehen, der hat gesagt, ja klar, mache ich, gar kein Problem. Ich habe hier meine Freistunden, die saßen teilweise noch nach ihrem regulären Unterricht da und haben für uns extra noch geschweißt, gefräst, mitgedacht. Und das ist halt echt eine super Sache, dass wir da wirklich auf offene Ohren gestoßen sind und echt überall, wo wir gefragt haben, hier können wir das nochmal machen, wir brauchen jetzt nochmal eben schnell, bis morgen müsste das und das geschweißt werden. Geht das noch? Ja, schaffe ich noch irgendwie. Sowas hinzukriegen ist echt eine super Sache und eine große Unterstützung. Ja, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an die drei Oldenburger Schüler und ihr ganzes Team. Einfach machen, wenn man eine Idee im Kopf hat und sich das Ganze stimmig anfühlt. Das haben sich die drei auch gedacht und eben was richtig Cooles auf die Beine gestellt. Und ich glaube, die holen aus ihrer Idee noch viel, viel mehr raus. Also wir dürfen gespannt sein. Und wie gesagt, bis Sonntag, den 16. Juni, könnt ihr euch das Projekt auf der Ideen-Expo in Hannover noch selbst anschauen, wenn ihr mögt. Also langweilen muss sich niemand, es ist so viel los und was immer ihr vorhabt, ich wünsche euch eine tolle Zeit und wenn ihr noch eine Idee habt, wo ich unbedingt vorbeischauen sollte in Oldenburg, dann sagt mir gerne Bescheid, schreibt eine Mail an oldenburg@dein-stadtpodcast.de und dann sehen wir uns vielleicht bald. Ich freue mich und sage bis dahin, eure Sandra. Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Jada-Park. Jetzt mit der neuen Familienachterbahn Ziegelblitz. Tickets und weitere Infos unter jadapark.de.